Hallo zusammen, das ist mein erstes OBS-Video, das ich versuche auf YouTube hochzuladen. Ich bin noch ein Anfänger in OBS. In Avorium kenne ich mich ein bisschen aus und ich habe einen relativ kleinen Streamer namens Tyrael Diabolus versprochen, dass ich ihm ein Baututorial erstelle bzw. ihn mir mal beim Bauen zusehen lasse. So, Avorion. Was ist Avorion? Avorion ist ein Sandbox-Universum mit der Möglichkeit, seine eigenen Raumschiffe und Raumstationen zu bauen. Das Ganze funktioniert über Voxel-Technologie. Und da gehe ich jetzt mal eher drauf ein. So als kleinen Test hier nochmal. Das habe ich mir selbst persönlich erstellt. Also keine Referenz für irgendjemanden. Hier sieht man schon, der Anfänger sieht mal gar nichts, außer vielen Farben, vielen Zellen und allen möglichen. Aber der routiniertere Avorion-Spieler, der sieht da so etwas wie Schiffsklassen. Die maximale Modulanzahl, die maximale Energie, das Volumen, die Baumaterialien. Rauf bis zu 15 und bis zu Avorion, nachdem das Spiel benannt ist. Das sind nur meine Richtlinien. Ich bin drauf gekommen, dass es sich relativ schön ausgeht, wenn man sich das so verteilt. Und mit den energieproduzierenden Sachen bin ich auch ganz zufrieden. Also ein 4-Slot-Schiff mit mehr als 5 Gigawatt Energie ist meiner Meinung nach entweder schlecht gebaut, schlecht designt, schlecht abgewogen, also die verschiedenen Stats untereinander abgewogen, oder aber man weiß noch nicht, was man tut. Also ich gehe da gleich ein bisschen näher drauf rein. Wir öffnen erstmal unseren Baum. Na, da haben wir schon den ersten Fehler. Wir gründen erstmal ein Schiff. Ohne einem Schiff können wir an dem Schiff nicht bauen. Ich habe das Ganze mit der Taste B geöffnet. B, 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 B. Alternativ gibt es hier oben rechts auch den Baumodus. Klicken, klicken. Alles kein Problem. Ich rate euch. Versucht euch die Shortcuts zu eigen zu machen. Es ist viel leichter, einen Block zu skalieren, als jetzt hier da Blockgröße anzeigen. Einmal, einmal ein, nochmal zwei, mal zwei, mal zwei. Und hier haben wir einen 2x2x2 Block. Ich dagegen drücke einmal Q, bewege die Maus ein bisschen und gehe in meinen Skalierschritten der Größe nach unten. Das ist 0,5 in dem Fall. Einzustellen kann man das hier bei der Skalierschrittweite und die Gittergröße. Ich mache hier mal eine schöne lange Platte, damit ihr das seht. Die Gittergröße, ihr seht ja, mein Plattierungsblock springt immer so um 0,5 weiter. Mein Block ist 0,5 groß und das Ganze springt um 0,5 weiter. Die Gittergröße ist eigentlich selbsterklärend, aber damit wir alles im Video haben, sagen wir das auch mal gleich. 0,5, das springt dann nur einen halben Block. Seht ihr? So. Halben Block, halben Block, halben Block, halben Block. Alles kein Problem. So. Der ein oder andere kennt das vielleicht von Windows. Rückgängig, vorwärts, rückgängig, vorwärts. Ich habe Scheiße gebaut, schnell rückgängig. Tja, da gibt es auch einen Shortcut, der wird auch da gleich aufgelistet. Steuerung Z. Alles rückgängig. Diese Tastenkombination ist euer bester Freund beim Bauen. Weil irgendwann einmal passiert es und man hat hier entweder den Block zu groß oder man hat ihn nicht schön abschließend platziert. Die schnellste Möglichkeit ist einfach Steuerung Z und das ganze Ding ist weg. So, was hatten wir denn vorhin hier gezeigt? Titan, 4-Slot Maximum, Militärschiffe, das ist jetzt nur meine Klassifizierung. Ein Zivilschiff braucht jetzt keine 4 Slots, weil mit einem Zivilschiff, das Bergbau betreibt oder handelt, man wird nicht damit in den Kampf ziehen. Also ich designe meine Schiffe für einen speziellen Zweck. Wenn ich ein Kampfschiff will, baue ich mir ein Kampfschiff. Wenn ich einen Transporter will, baue ich mir einen Transporter. Es gibt viele Leute, die bauen sich ein Schiff das gesamte Spiel über und spielen mit dem alles. Erstens mal, die Leute bauen nicht.
Bauen ist ein großer, großer, großer Teil von Avurion. Und sie berauben sich selbst der Möglichkeiten, sein Schiff zu optimieren. Ihr werdet verstehen, wenn ein Frachtraum jetzt zum Beispiel 1000 Einheiten halten soll, dann kann ich das schnell mal demonstrieren. Eisenfrachtraum. Hier, wir machen das mal groß auf 2x2x2. Hat 11,8 Frachtraum, hier ersichtlich. Diese Daten, je nachdem, wie groß der Block ist und wie sehr sie das Schiff beeinflussen, verändern sich die Daten. So. Was habe ich gesagt? 1000 Frachtraum? Ja, das wird schon ein bisschen eine Herausforderung. Oh. Ein bisschen noch. Ja. 992, das sind 1000. So. Benutzte Energie, erzeugte Energie. Die Stats haben wir gerade ein bisschen angeschnitten. Es gibt hier noch die Möglichkeit, sich alle Werte anzeigen zu lassen. Das ist sehr wichtig. Die allgemeinen Werte zum Beispiel, wie Masse, Volumen, Höhe, Länge, Breite, die Blockanzahl, die Crew, wie viele Quartiere es hat. Das ist sehr wichtig. Die technischen Werte, wie Hyperraum-Cooldown, Radarreichweite, Rechenleistung. Rechenleistung ist für mich grundlegend das Allerwichtigste, weil von der Rechenleistung hängt es ab, wie viele Module ein Schiff haben kann. Die Modulslot ist einzusehen unter der Schiffsübersicht P. Da gibt es oben den Systemslot und da sieht man schon. 800 Rechenleistung zum Freischalten des nächsten Modulslots. Wir haben da jetzt schon vier Slots offen, entschuldigt. Und für den fünften werden wir 800 Rechenleistung benötigen. Alleine nur damit wir 1000 Frachtraum haben. Wir haben nur 1000 Frachtraum. Das Schiff kann noch nicht fliegen, das Schiff kann noch nicht bremsen, es sieht noch nicht gut aus, es hat noch keine Quartiere, es hat noch keine Energie, es hat noch gar nichts. Nur Frachtraum. Und es ist schon auf vier Slots. Das heißt, in meiner Klassifizierung würde das schon ein tausender Frachtraum in Nau nie reinfallen. Weil ich einfach nicht mit Titan so groß bauen möchte, weil es einfach ineffizient ist und zu viel Materialien kostet und dann beim Spielfortschritt eher ausbremst, als dass es einem hilft. So. Modulslots, Rechenleistung. Die Rechenleistung basiert auf einem und einem ganz alleine, dem Volumen des Schiffs. Wir haben hier jetzt ein Volumen von 8. Das sind 2 mal 2 mal 2, das sind 8, wenn wir in Mathe gut aufgepasst haben. Und das entspricht 8 mal 1 Kilokubikmeter. Kilo Kubikmeter deswegen, weil es nicht 8 sind, sondern eigentlich 8000 Kubikmeter. Das ist metrisches System, das ist jeder, der ein bisschen Physik und Mathematik und der kennt das sofort. Hier haben wir dann noch was anderes: Radianten, Meter pro Sekunde Quadrat. Ein bisschen Grundverständnis kann nicht schaden. Man kann zwar basteln und so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so, wenn man weiß, aha, 100 Meter pro Sekunde Quadrat, in einer Sekunde beschleunigt mein Schiff auf 100, von 0 auf 100, in der zweiten Sekunde beschleunigt das Schiff von 100 auf 200, weil es um 100 Meter pro Sekunde zunimmt. Das ist einfach nur Mathematik. So, wieder zurück zum Volumen. Ich mache mal den Spaß und skaliere mein Schiff um 50% runter. Dann wird schon angezeigt 10 mal 10 mal 10 Meter. So, wieso steht da 1 mal 1 mal 1? Ganz einfach, 1 wird als Basis genommen für 10 Meter. Man kann auch auf 0,5, man kann sogar auf 0,05, das ist einen halben Meter. Runterskalieren. Ist alles kein Problem. Es lässt sich alles machen. Man kann sogar 0,01. So. Und jetzt machen wir das ganz dünn.
Seht ihr schon? Hier, Moment. So. Das sind 10 Zentimeter. Also, wenn man es jetzt auf unsere Welt umrechnen möchte. 10 Zentimeter dicke Hülle. Nee, Frachtraum in dem Fall. Da passt nichts rein, das ist eh ganz klar. Aber das Tool ist mächtig. Wenn man weiß, was man tut, man kann fast alles nachbauen. Es ist nur nicht ratsam, weil die Anzahl der verbauten Blöcke die Performance des Spiels so ein bisschen beeinträchtigen. Ist jetzt ein kein großes Ding. Wenn man selbst einen Mördercomputer hat, der alles verkraftet, weiß ich was, wie IBM oder Google Rechenzentrum, dann macht er das ohne Probleme. So, zurück zur Rechenleistung. Wir haben hier 1 mal 1 mal 1. Das ist ein viereckiger, achteckiger Würfel. Ist kein Ding. Jetzt verrate ich euch was. Das habe ich mir selbst ausgerechnet. Wisst ihr, was 0,8 mal 0,8 mal 0,8 sind? Eins. Ach so, nein. Wartet. So. 0,8 haben, wenn man es zur dritten Potenz nimmt, 512. Das heißt, wir haben ein Volumen von 512 Kubikmetern. Man sieht schon, verglichen mit dem 1er Block ist der 0,8er Block nicht viel kleiner. Aber zwei von diesen Blöcken haben genau so viel Volumen wie der 1er Block. Der 1er Block hatte 1000 Kubikmeter und die zwei Blöcke haben, machen wir das mal ein bisschen länger, so, 1,6 mal 8 mal 8 sind zwei Blöcke, die zwei Blöcke haben 1,02. Optisch gesehen macht es jetzt keinen großen Unterschied, statstechnisch auch nicht. Dadurch, dass das Volumen halb so groß ist mit so einem Block, ist auch die Masse halb so groß. Und die Masse des Schiffs bestimmt dann noch Manövrierfähigkeit, Beschleunigung, die Bremsen. Also das hängt dann von der Masse ab. So, warum erzähle ich euch das? Der Block ist nicht viel kleiner. Aber ich möchte jetzt ein schönes Schiff bauen und kein blockiges. So, anstelle von drei großen Blöcken habe ich jetzt einen großen Block und vier kleine. Ich habe 5 Blöcke statt 3. Ich könnte diesen Basisblock auch noch auf 0,8 runter skalieren. Da, ja, willst du? 0,8. Sieht man schon? Aha, aha. Der ist doch nur. Wir machen das jetzt mal ein bisschen symmetrischer. So, wir machen die Skalierweite auf 0,4. Das Gitter machen wir auf 0,2. Es ist immer ratsam, das Gitter auf die Hälfte der Blockskalierung zu setzen. Kann man das immer so schön platzieren. So. Man kann da sich andere Formen machen. Und ja, das ist ein großer Vorteil. So, jetzt geht's weiter zu den Baumodus-Tipps. Baumodus, Spiegeln, Spiegelachsen. Spiegelachsen, Spiegelachsen, Rotationsachsen, Achsen, überall, alles, verwirrend, kenne mich nicht aus. Vertraut mir, wenn ihr erstmal eine Stunde damit gespielt habt, euch ein bisschen eingefunden habt in das Ganze, dann ist es für euch auch kein Problem mehr. So, wir schalten zum Beispiel die Spiegelachse ein. Die Spiegelachse ist auf diesen Block zentriert. Das heißt, um die Mitte wird gespiegelt. Alles wunderbar. Und das Ganze hat jetzt, das ist ein 0,8er Block, zwei 0,8er Blöcke, 3, 4, 5, 6. Sind 3 Rechenleistung, weil 3000. Ja?
Da sieht man schon, man kann ein bisschen schummeln, indem man nur den Block ganz wenig skaliert. Man hat auf einmal doppelt so viele Blöcke zur Verfügung und kann das Schiff viel detaillierter bauen. Man kann ihm eine schönere Form geben. Es hat fast nur Vorteile. Fast. So, als letzten Tipp, weil das Video ist sicher schon sehr lang, gebe ich euch noch die Space-Taste. Die Space-Taste ruft dieses Bauklotz-Menü auf. Mit der Taste G oder Leertaste, das seht ihr eh schon. Drück mal G, dann bleibt es. Wir drücken Space, lassen es los und es ist wieder weg. Wir können es öffnen auf Standard mit G und wir können es so kurzzeitig öffnen mit der Space-Taste. Da wählen wir dann einen Block aus. Ich habe das Ganze vorher schon mal markiert, weil ich weiß ja, was ich tun will. Und ich werde das jetzt in die fensterlose Hülle verwandeln. Jetzt habe ich hier überall Hülle, 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 Hülle. Ist alles fensterlose Hülle. Statt Frachtraum. Weil Frachtraum, ich habe doch gesagt, alles. So, jetzt gehorcht er. Ja. Nicht vergessen. Rechenleistung, Volumen, Spiegelachsen. Wir haben dann auch noch die Rotationsachsen angesprochen. Das wird dann später bei den Gyros wichtiger werden. Gyros sorgen für Manövrierfähigkeit. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da muss man schon wissen, wie man rotiert. Ansonsten baut man immer denselben. Das kommt später. Energie haben wir angeschnitten in meiner schönen Tabelle. Energie, das sind meine Werte. Meine habe ich mir selbst zurechtgelegt. Das sind meine mir selbst auferlegten Vorlagen. Ihr könnt bauen, was ihr wollt. Und wenn ihr ein Eisenschiff mit 10 Slots bauen wollt, dann tut das. Eurer Kreativität ist in diesem Spiel keine Grenze gesetzt. Es sind einfach nur meine Werte, weil ich gemerkt habe, 50, 0,5, 101, 303, 505, 16, 16, 3, 30, 6,5. Trinium ist da ein bisschen speziell, da gehen wir dann später drauf ein. Deswegen ist es jetzt nicht das Zehnfache. Aber ich danke euch vorerst mal fürs Zusehen. Ich werde jetzt meinen ersten YouTube-Upload versuchen und wünsche euch noch einen schönen Tag.